Hallo, Freunde. Warum ziehe ich das Hallo eigentlich immer so in die Länge bei der Begrüßung? Ich rede doch eigentlich immer relativ schnell. Warum mache ich das da nicht? Ich weiß es nicht. Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich, naja, nicht einfach, aber man kann durchaus drauf kommen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Nur wie gesagt, manche Rätsel, sich da dann aufzuhalten im Let's Play, finde ich einfach doof, weil man dann immer nur das Gleiche sieht und demjenigen beim Dummrumrätseln zuguckt, dem man da gerade zuguckt, und manchmal will man einfach auch Fortschritt. Ein bisschen dummes Rumrätseln ist okay, wie ich finde, aber dann irgendwann muss man da den Cut machen. Ich bastle eben dann offscreen immer ganz gerne rum. Irgendwann weiß man auch nicht mehr, was man sagen soll, wenn man durch die gleichen beiden Bilder geht, um zu überlegen, was man als nächstes tut. Ich nehme die Geschosshülse weg. So. Wir nehmen jetzt den Zylinder wieder raus. So, jetzt passt auf. Wir nehmen die Patrone und legen sie hier drauf. Genau, so war das. Und jetzt nehmen wir das Kreuz und heben es wieder hoch. Ich musste ja gerade wieder neu laden quasi nach dem Rausfinden, damit ihr nichts verpasst. Rüms. Ja, Kreuz loslassen. Jetzt haben wir nämlich eine plattgequetschte Patronenhülse und die ist bestimmt schmal genug, um in den Schlitz zu kommen. Das habe ich noch nicht probiert, weil ich will ja nichts machen. Die Steinplatte hat ein Ende der Geschosshülse zusammengequetscht. So, jetzt machen wir die ganze Prozedur nochmal und müssen die jetzt da hinten reinstuppen. Gucken wir mal, was passiert. Schauen wir mal, ob uns das weiterbringt. Kann ich die jetzt überhaupt noch da reinstopfen? Das wäre natürlich... Ja, es geht noch. Sehr gut. Da bin ich ein bisschen froh. Das haben wir einen Schritt eben umsonst gemacht, aber das macht ja nichts. Ihr habt ja Zeit, genau wie ich bestimmt. So, die kommt da rein und dann die Hülse raus. So. Na komm, nimm die mal. Liebe kleine Nico. Ich nehme die Geschosshülse weg. Das ist sehr schön. Jetzt stemmen wir die Tür auf, würde ich mal vorschlagen. Würde ich vorschlagen. Immer dieses Würde, Konjunktiv und so. Ich schlage das auch nicht vor, ich mache das einfach. Warum sage ich es, wenn ich es mache? Ich verstehe es nicht. Nur das Gleiche. Also, der hat wahrscheinlich wirklich nur der letzte kleine... Ein weiterer guter Verwendungszweck für eine Geschosshülse. Genau. Noch ein Geheimraum. Irgendwer hat etwas zu verstecken. Aber was genau suche ich? Das ist eine gute Frage, wenn wir rausfinden. Also, wenn du das so leicht mit einer plattgedrückten Patronenhülse hochhebeln kannst, hättest du das bestimmt auch mit einer Haarnadel geschafft, Nico. Ganz sicher. Oh, 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 oh. Ein dunkler Raum. Sehr dunkel. Und raumig. Da hinten hat was rot geblitzt. Da blitzt was rot. Seht ihr es? Ich hoffe, es ist keine Bombe oder so. Mann, oh Mann. In der Dunkelheit kann ich erkennen, dass es ein Arbeitszimmer ist. Aber was für Arbeit? Und was hat es mit Carchon zu tun? Ja, das ist jetzt genau die Frage. Ich will erstmal wissen, was der Schalter macht. Vielleicht schaltet er ja den Strom hier ein oder er sprengt uns alle in die Luft. War der nicht gerade noch rot? Ah, jetzt war er gerade rot, genau. Wir drücken da mal drauf. Vielleicht ist es ein Generator. Erstaunlich, das Ding funktioniert noch. Der Raum wird taghell erleuchtet. Wo bezieht das seinen Strom her? Das kann kein Generator sein, dafür ist er viel zu leise. Da ist wieder ein Löchlein. Hinter einer solchen Türe stecken immer wichtige Sachen. Ich muss herausfinden, wie ich sie aufkriege. Okay, das schaffen wir. Justitia starrt mich von einer Steintüre aus an, die verschlossen und mit Stahlbändern verstärkt ist. Ein Steckplatz neben der Safe-Tür. Jetzt muss ich bloß noch etwas Passendes zum Reinstecken finden. Ja. Das ist ja wie damals im Kindergarten. Jetzt brauche ich nur noch eine Form, die zu dem Umriss passt. Ich hätte jetzt gesagt, wärst du George, hättest du kein Problem, was zu finden, was da reinstecken könntest. Aber du bist ja Nico. Die Tische sind unter einer Staubschicht begraben. Hier hat seit Jahren niemand mehr gearbeitet. Es ist ja wie bei uns im Büro. Da. Wir schauen uns erstmal alles an. Die Fahnen sind ausgeblichen, aber ihre Bedeutung ist noch völlig klar. Was ist denn die Bedeutung? Das ist das Kreuz, das wir eben gesehen haben. Faschistische Flaggen. Ah. Purer Hass. Faschisten. Das sieht aber nicht aus wie ein Hakenkreuz oder so. Da ist eine Schublade. Da liegt noch was auf dem Tisch. Okay, schauen wir uns alles an. Wir haben doch Zeit. Je. Mangels Staub ist es unübersehbar, dass an diesem Tisch erst vor kurzer Zeit jemand gearbeitet hat. Oh oh,
Ihr seht dort, wen ich sehe. Das sind die Artikel, die ich über den Kostümmörder geschrieben habe. Ich hatte recht mit meinem Verdacht. Kershaw hat sie ausgeschnitten. Zwei Geschäftsleute waren ermordet worden. Einer in Italien, der andere in Japan. In beiden Fällen war der Täter verkleidet. Einmal als Pinguin, das andere Mal als Schneemann. Aber das war nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden Morden. Beide Opfer waren große Medienstars und gaben sich als Wohltäter. Und ich hatte bewiesen, dass beide Dreck am Stecken hatten. Und wie passte nun Kershaw in dieses Bild? Tja, wie das wohl ins Bild passt, Nico. Hallo. Oh mein Gott. Auf dem Blatt waren meine ganzen persönlichen Daten ausgedruckt. Alles. Von meinen Lieblingsspeisen bis zur Körbchengröße. Das mit der Kokosschokolade stimmt ja, aber hört mal, Jungs, ich trage Größe 36. Es liegt sogar ein Foto von mir dabei. Mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Kershaw hat dieses Foto bestimmt nicht selbst gemacht. Das ist eine größere Sache und gut organisiert. Ich bin ein Teil davon. Und es werden Leute dabei ermordet. Die Kombination gefällt mir nicht sonderlich gut. Die Restpfütze in dem Becher ist weder eingetrocknet noch verschimmelt. Oh oh. Sie ist nicht älter als einen Tag. Ob das Kershaw wirklich war oder ob das der Killer war? Die Schublade möchte ich öffnen. Da ist bestimmt was drin. In den Schubladen ist immer was Tolles drin. Wenn es Öl für meine Lampe ist. Moment. In der Schublade finde ich eine Notiz, die aber irgendwie verschlüsselt ist. Eine verschlüsselte Notiz. Da sind wir ja froh, dass wir die Enigma-Maschine bedienen können. Die Botschaft wurde mit einem Ersetzungscode verschlüsselt. Jeder Buchstabe des Alphabets wurde durch ein bestimmtes Symbol ersetzt. Wenn du einen Fehler machst, kannst du auf die entsprechende Schaltfläche klicken, um einen Schritt zurückzugehen. Aber du kannst das ganze Puzzle neu beginnen, indem du den Reset anklickst. Alles klar, okay. Ich möchte aber erst gucken, was in dem Tresor ist. Wir wissen da eh schon, was da reinkommt. Ich hoffe nur, die Tür geht nicht zu, wenn ich den Zylinder rausnehme. Vielleicht ist da nämlich ein Ansatz für die Lösung des Rätsels drin und ich muss nicht alles von vorne dechiffrieren. Ansonsten gehen wir vor wie bei den Zeitungskreuzworträtseln. Mal gucken, was passiert. Scheiße. Ich würde gerne den Zylinder da reinstecken, ganz ehrlich. Habe ich die? Ja, habe ich noch. Also ich kriege den Zylinder nicht dort raus. Warte, Nico, nicht angucken, nicht angucken. Nicht angucken. Ich kriege den Zylinder nicht da raus, ohne dass die Tür wieder zugeht. Das ist jetzt natürlich echt doof. Ich glaube nicht, dass der Safe-Schlüssel da passt, oder? Nee, das wäre auch ein Ding gewesen. Vielleicht ein bisschen prokeln wieder. Nee, ich würde das echt gerne aufmachen, aber ich habe auch nichts zum Einklemmen, ne? War hier irgendwas, was man aufsammeln könnte? Ich habe noch nicht alles gesehen, vermute ich, schätze ich. Da ist der Tisch in der Schublade. Ist nichts mehr. Na gut, dann gehen wir mal ans Tischieren. Okay. Allmächtiger. Wir nehmen mal das als E. Haben wir was Dreibuchstabiges? Das könnte ein U oder ein D sein. Dieses umgedrehte U da. Dieses. Das könnte das und das vielleicht dann und. Wir probieren mal, ob das und heißt. Dann wäre das ein N. Und das U wäre dieses. Und nu. Bis jetzt macht es grundsätzlich noch Sinn, nur, vielleicht ist das das R. Lass uns einfach ein bisschen probieren. Nur. Worn.
nimmt an der dir den die. Die, der kann es nicht heißen. Das könnte es auch heißen. Versuchen wir erstmal das. Dann wäre das S. Das. Sund, Sand. Sand. Geht nicht. Send. Nee, ich glaube, das ist falsch. Das S brauchen wir auch nicht. Dann ist es vielleicht die. Dann wäre das ein I. Und das wäre ein E. Gibt es davon viele? Weil E's gibt es immer viele. Die. Ihren. Nee, macht auch keinen Sinn. Wir gehen ja im Moment davon aus, dass das richtig ist, ne? Ich bräuchte doch echt mal einen Ansatz. Ich bräuchte echt mal einen Ansatz, was das heißen könnte. Das ist vielleicht ein Name. Wie heißt der Mann mit Vornamen? Cachon? Pierre. Mit den zwei R. EE. Ja, das könnte sein. Das nehmen wir mal. Also, das fangen wir an. P. Dann haben wir das I. Das I ist dieses hier. Pie. Dann ist der Bogen das E. Das gibt es recht häufig, das könnte sein. Und dann haben wir diese Schlüppel hier als R. So, Pierre. Das ist ein Anfang, weil wenn dann ein Komma dahinter ist, ist das eine Anrede. So, Pierre. Haben wir jetzt irgendwas? Ei. Sei oder bei? Ein. Irgendein Wort, wo wir einen Hinweis hätten? N, R. Ei. Ei. E. Bei. Oder sei. Versuchen wir mal ein B. Wo ist denn dieses Ding? Da. Bei. R, B, B. Hier. Bip, bip. Nee, dann ist es bestimmt ein S. Sei. Sp. Sper. Oh, 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 das ist nicht einfach. Pierre. Doppelbuchstaben vielleicht als Hinweis. Eri. Ist. Das kann eigentlich nur ein T sein. Wo ist denn das Ding? Ich mag diese Dechiffrier-Rätsel ungemein. Die machen ganz unglaublich viel Spaß. Euch ist es jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Später. Spaeter, genau. Spaeter. Euch ist es vielleicht ein bisschen langweilig, aber mir macht es unglaublich viel Spaß. Später. Sittet. Was. D. Das ist vielleicht ein D. Das. Sind. Ständiger. G. Ständiger. Kann eigentlich nur ein G sein. Das ist das. Ist das. So. G. Fahr. Dann wäre das schnörkelige Ding hier ein H. Später. Jetzt macht es so langsam Sinn. Und dann könnte das da ein U sein. Und nur, ja, macht Sinn. Bericht könnte das heißen. B. Richt. Pierre. Vollständiger Bericht. Ja. Zack. Pierre, vollständiger Bericht später. Jetzt. Jetzt nur so viel. Arno und Arda sind tot. Das ist ein Name. Okay. Das ist kein.
Kein Zufall. Offenbar sind alle in Gefahr, die bei Treffen im Juli dabei waren. Sei extrem. Jetzt haben wir noch ein Y und ein Q. Yamada heißt das wahrscheinlich dann. Ich habe die Notiz entziffert. Sie lautet: Pierre, vollständiger Bericht später. Jetzt nur so viel. Arno und Yamada sind tot. Das ist kein Zufall. Offenbar sind alle in Gefahr, die beim Treffen im Juli dabei waren. Sei extrem vorsichtig. X. Ich bin nicht die Einzige, die den Zusammenhang zwischen den Opfern des Kostümmörders erkannt hat. Ich hatte recht. Darum wollte er sich mit mir treffen. Aber was weiß ich, was er nicht wusste? Das ist eine gute Frage. So, den Bericht haben wir dechiffriert. Was ist das für ein Treffen im Juli gewesen? Die Frage stellt sich jetzt doch. Und vor allem, wie kommen wir jetzt hier an den Trichter ran, um ihn da reinzustupen, ohne dass die Tür wieder zugeht? Das ist jetzt wieder so ein kleines, schönes Rätselchen, wo ich mir überlegen kann. Das Dechiffrieren war schon mal sehr schön. Jetzt geht's wieder weiter ans Rätseln. Noch was mit der Schublade? Irgendwas hier, was ich da reinklemmen kann. Oh! Mist! Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn sowas passiert. Ist da was drin? Ein uraltes Foto ist hinter die Schublade gerutscht. Aber trotz des Alters ist der Typ im Vordergrund deutlich erkennbar. Carchon. Hinter ihm sieht man Soldaten, ein brennendes Dorf und eine Leiche. An der rechten Seite ist das Foto abgerissen. Irgendjemand wollte offenbar nicht mehr mit auf dem Foto erscheinen. Überraschte mich nicht. Das war Afrika in den 60ern. Ein Aufstand wurde brutal niedergeschlagen. Und mittendrin Mr. Medienzar persönlich. Carchon, der beim Niederschlagen Hand anlegt. Dieses Foto ist nicht nur ein wichtiges Beweisstück, es ist auch meine Eintrittskarte zu einer explosiven Story. Ich habe genug Material für eine Story. Eine unglaubliche Story, die mich berühmt machen und Carchons Ruf zerfetzen wird. Ich muss schnell nach Hause und lostippen. Nikos Wohnung an diesem Abend. Das Telefon klingelt. Ich gehe ran. Bonsoir, Collard. Nico? Ich bin's, Ronny. Hallo, Ronny. Na, schon den Champagner geköpft? Spinnst du? Was ist denn los? Wart mal, du hast es nicht gedruckt? Natürlich habe ich's nicht ins Blatt genommen. Das ist das Beste, was ich jemals geschrieben habe. Das Letzte, soweit es mich angeht. Es ist wichtig. Es ist Selbstmord. Du kannst nicht einfach einen Nationalhelden demontieren. Aber er hat's verdient. Seine Leiche ist nicht mal unter der Erde. Ronny, vor 2 Stunden habe ich dir erzählt, was ich rausgefunden habe, und du warst ganz heiß drauf. Du hast mich angefleht, die Story sofort zu schreiben. 2 Stunden sind eine Ewigkeit im Zeitungsgeschäft, Nico. Jemand hat dich unter Druck gesetzt, stimmt's? Hör zu, Nicole. Hör gut zu. Pierre Carchon hatte eine Menge Freunde. Sehr mächtige Freunde. Tu dir selbst einen Gefallen. Ich soll vergessen, was passiert ist? Ich sehe, wir verstehen uns. Ende der Diskussion. Gute Nacht. Das hätte mein großer Durchbruch werden sollen. Aber ich weiß genau, ich kann die Story niemandem sonst verkaufen. Wenn Ronny sie nicht drucken will, dann die anderen erst recht nicht. Oh, fuck. Sorry, Nico. Bonsoir, Collard. Mademoiselle Collard, mein Name ist Plantin. Ich muss mit Ihnen über Ihre Story reden. Ihre Story über Pierre Carchon? Woher wissen Sie? Es gibt Leute da draußen, denen Ihre Story sehr ungelegen käme, Mademoiselle. Ach wirklich? Dann ist heute ja wohl Ihr Glückstag. Die Story liegt nämlich auf Eis. Ja, ich weiß. Wir müssen uns treffen. Ach, müssen wir? Ich habe Informationen zu Ihrer Kostümmördergeschichte. Morgen früh, 8 Uhr. Café de la Chandelle Verte, Rue Alencore. Ich werde einen grauen Mantel tragen. Sie dürfen mit niemandem darüber reden. Sie können mir nicht vorschreiben, was ich... Morgen um 8. Ich erwarte Sie. Die Leute beschweren sich ja dauernd über Zeitungsartikel. Aber normalerweise nicht, bevor sie überhaupt gedruckt sind. Langsam bekomme ich Angst. Dieser Plantin.
Kann ich ihm trauen? Soll ich mich mit ihm treffen oder das Ganze vergessen? Ich weiß keine Antwort darauf. Find es raus, Nico. Einen grauen Mantel werde ich tragen. Kannst du nicht wenigstens eine Rose zwischen die Zähne nehmen? Café de la Chandelle Verte.